Dieses Gebäude spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in meiner Trading-Karriere. Warum, erzähle ich dir gleich. So sieht's hier aus. Die erste Etage gehört mir nicht, aber alles weitere nach oben schon. Und ist auch noch nicht alles so richtig fertig. Da haben wir einen Hund. So. Hier ist Wohnung Nummer 1. So, so sieht es hier aus und ja, alles nicht ganz fertig, ja, alles mit dem Bild. So, das ist die eine Etage. Einigermaßen schöne Aussicht. Die Geschichte dazu erzähle ich dir gleich. Wir sind nicht einfach nur ein paar Wände. Es ist viel, 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 viel mehr. Das erfährst du gleich. Ja, hier gibt es noch nichts an der Seite, ist noch nichts gebaut. Ja. Das ist alles ein bisschen gefährlich. Und ja, hier ist die zweite Wohnung, die natürlich schon ein bisschen luxuriöser ist. Eine Menge Collage. Ja, warum ein bisschen luxuriöser? Wirst du gleich erfahren. Es ist ein kleines Zimmer hier. Hier ist das Bad. Ja. Hier ist Abstellraum. So, hier ist das Wohnzimmer. Ja, auf jeden Fall ein bisschen groß. Ja, eine schöne Aussicht hier. Also keine Palme zu sehen, sondern Gebirge. So, da oben ist ein Gymnasium. Hier ist so die zweite Etage hier. Alles schön gebaut, einigermaßen schön. Hier ein schönes Zimmer mit einem schönen Ausblick und ja, gleich gehe ich raus hier und werde dir ein bisschen was dazu erzählen. So, viele fragen mich, Coco, wie hast du es denn damals geschafft, überhaupt loszulegen, wieder dir ein Konto zu erarbeiten und so weiter? Genau die zwei Wohnungen, also die drei Etagen von diesem Haus sozusagen, waren es, die damals meinen Arsch gerettet haben. Warum? Die Wohnungen besitze ich immer noch und genau diese Wohnungen habe ich in meine Familie sozusagen verpfändet und habe mir eine gute Summe geborgt, womit ich wiederum angefangen habe zu traden. Ja, also ohne diese Wohnungen wäre meine Karriere ein bisschen langsamer gewesen. Ich hätte sehr viel mehr arbeiten müssen, um mir das Geld zu erarbeiten. Mit diesem Geld habe ich auch wieder angefangen, mit Autos zu arbeiten, Autos anzukaufen, Autos zu verkaufen. Das ist meiner Meinung nach das Einfachste auf dieser Welt. Ja, laut meinem Vater auch. Der hat immer wieder zu mir gesagt, Coco, wenn nichts aus dir wird, wirst du ein Autohändler. Und ja, also habe ich alles wiederum so hier ein bisschen was, da ein bisschen was, ein bisschen gearbeitet, die Wohnungen verpfändet, wieder mit dem Autohandel angefangen und habe mein Konto immer größer und größer gemacht. Dann lief das Trading ganz gut und so habe ich mich hochgearbeitet sozusagen. Also man kann
einerseits sagen, ich habe mich wieder von Null hochgearbeitet. Ich war immer noch unter Null, auch wo ich die Wohnungen verpfändet habe, denn meine Schulden waren damals fast 170.000 Euro. Und ich habe der Bank gesagt, hier habe ich zwei Wohnungen, wollen Sie die nicht haben? Also insgesamt über 3.000, denn die eine Wohnung ist eine Maisonette-Wohnung. Und die Bank hat mich ausgelacht und hat gesagt, wo sind die Wohnungen? Nee, das müssen Sie schon selber machen, Sie müssen sie selber irgendwie verkaufen. Also die wollten die Wohnungen nicht machen. Ich habe nie irgendetwas verschwiegen oder ähnliches, aber die wollten die Wohnungen einfach nicht haben. Das war denn zu umständlich, zu wenig wert und so weiter und so fort. Also habe ich mich darum gekümmert, ich habe die Wohnungen verpfändet und hatte das Glück, dass die Bank dann nicht sofort das Geld haben wollte. Danach habe ich auch eine Einigung mit der Bank getroffen, wo ich das Geld in bestimmten großen Raten dann abzahle. Das hat dann alles funktioniert und ja, so habe ich mich hochgearbeitet. Ja, so denken viele, dass das einfach so geht. So, wenn ich jetzt zurück überlege, war das auch so. Wichtig war natürlich, einige Schritte zu gehen, die unbequem haben. Schritt Nummer eins, der unbequem war, ist wieder mit Autos zu handeln. Ja, weil das wollte ich nie wieder machen. Ja, habe ich mir mal geschworen und das musste ich dann wieder machen. Also war das ziemlich unbequem. Die Möglichkeit war immer da. Wie gesagt, es ist ziemlich einfach, mit Autos Geld zu verdienen. Wer es nicht glaubt, der soll sich mein neues Projekt eingucken, kfz-business.com. Das ist die Seite, wo ich dir beibringe, wie du auch mit Autos Geld verdienen kannst. Geht wirklich ziemlich simpel, kann wirklich jeder schaffen. Braucht man noch nicht mal eine Ausbildung oder Studium oder ähnliches, das spielt alles keine Rolle. Und ja, das war das Unbequeme. Das andere Unbequeme war, dass ich meinen Stolz ein bisschen runterschlucken musste und in der Familie nach Geld fragen musste. Ja, da war ich auch nicht so der Freund von. Das war auch immer etwas, was mich immer so ein bisschen gequält hat, jemand nach Geld zu fragen. Es ist unangenehm, es ist so, als ob man bedürftig ist, war ich auch. Aber es ist halt unbequem, ja, und das habe ich auch gemacht. Und Schritt Nummer drei war natürlich auch noch, Geld woanders zu verdienen. Habe auf der Baustelle mal gearbeitet, kurze Zeit lang für 11 Euro die Stunde. Und von diesen verschiedenen Tätigkeiten, verschiedene Geldmöglichkeiten, kam natürlich auch unterschiedliches Geld rein. Mit den Autos lief es wieder ganz gut. Habe tatsächlich auch mal ein paar Tauschgeschäfte gemacht. Tauschgeschäfte bedeutet für mich immer, ich verdiene doppelt. Wenn ich ein Auto verkaufe und derjenige mir sein Auto in Zahlung gibt, dann verdiene ich daran doppelt. Also das Ganze schaukelt sich ziemlich schnell hoch und du kannst ziemlich schnell sehr viel Geld verdienen. Dann lief das mit dem Trading auch sehr gut. Also ich habe dann irgendwie durchgeatmet. Ich habe diesen Ausweg gesehen, die Zinsen zu bezahlen und wie gesagt, dann lief das einfach Stück für Stück. Die Bank hat ihr okay gegeben. Ich war motiviert, habe Gas gegeben, habe gearbeitet, habe getradet, habe eben wie gesagt auch mit Autos gehandelt. Die Wohnungen hier waren klar, hatte auch keinen Druck von meiner Familie, weil die ja die Wohnungen an Sicherheit hatten. Und und ja, dann lief das. Dann kamen auch noch die Coachings dazu und kam noch ein Bereich, womit ich Geld verdient habe und womit ich immer noch Geld verdiene. Und so habe ich mich rausgeboxt. Ja, so habe ich mich rausgeboxt aus minus 170.000 Euro bis auf, ich sage jetzt nicht wie viel, aber ich sag's mal so, die Schulden sind weg und ich brauche mir nie wieder Gedanken machen, ob ich jetzt ein nagelneues Auto haben will, egal was es kostet, ob ich jetzt ein Haus irgendwo haben will. Was mir gefällt, muss ich jetzt nicht irgendwie zur Bank rennen und mir einen Kredit besorgen. Ob ich jetzt eine neue Uhr haben will oder etwas Besonderes, was limitiert ist, kann ich es mir einfach leisten und ich muss nicht zur Bank, ich muss jetzt nicht fragen, kannst du mir etwas borgen, gebe ich dir dann und dann zurück. Das alles ist Geschichte und diese Geschichte findet heute ein Ende. Heute ist ein besonderer Tag für mich. Warum? Ich bin jetzt hier wieder in Bulgarien, ich bin an diesem Ort zurück und ich werde jetzt diese zwei Wohnungen hier verkaufen. Das heißt, das, was mich damals sozusagen rausgerettet hat, also natürlich sind die Schulden an meine Familie schon längst beglichen, die Wohnungen gehören mir und diese zwei Wohnungen werde ich jetzt verkaufen und somit geht dieser Abschnitt meines Lebens auch zu Ende, dieser Abschnitt der Schulden. Ja, das ist sozusagen das Letzte, was mich jetzt an den Schulden erinnert hat. Ja, und auch das geht jetzt weg und es gibt schon lange nur noch nach oben, nach oben, nach oben. Ich war schon immer so, egal ob ich so klein war, habe ich immer dran gedacht,
gedacht, okay, es gibt nur eine Richtung und das ist immer nur vorwärts, immer nur nach oben. Niemals zurückblicken, niemals irgendwie zurückschauen und sagen, ja, das wäre jetzt mal ganz schön gewesen. Bullshit. Wenn du dich dafür entschieden hast, dann mach es auch so und alles andere spielt keine Rolle. Ja? Gut, ja, ich weiß jetzt nicht, unter welchem Video ich das packe. Auf jeden Fall ist das für mich sehr emotional, mich wieder an diese Zeit zu erinnern, ja, wo ich eben diese Schulden hatte, wo ich keinen Ausweg gesehen habe. Und wie gesagt, heute schließe ich dieses Kapitel. Heute haben wir alles Mögliche. Hier gibt es auch ganz viele Spinnennetze. Heute schließe ich dieses Kapitel und ja, es ist erledigt. Ich muss jetzt nur diese eine Treppe jetzt einmal runter schaffen, ja, und dann ist das auch gut, ja. Also, weg sind die. Ich wünsche dir alles Gute. Denk immer dran, egal in welcher Situation du bist, egal was du machst, es gibt immer einen Ausweg. Ja, also denk an diesem Ausweg. Denk an meine Geschichte. Es gibt auch andere Beispiele. Und mach einfach was draus. Ja, also du hast immer die Wahl, dich zusammenzureißen und Großes zu schaffen. Ja, also egal was die anderen sagen, egal was die anderen zutrauen. Mach es einfach, zieh es durch, ja, egal aus welchem Dorf du kommst oder welche Schule du besucht hast. Ja, wenn ich mir so manchmal das Leben hier angucke, wie gesagt, ich liebe alle Menschen auch hier, aber ich merke einfach, wo ich herkomme und das ist auch gut so. Es ist immer gut, nie zu vergessen, wo du herkommst, ja, nie zu vergessen, wer du warst und trotzdem bereit zu sein, alles zu geben, um jemand ganz anders zu werden, ja, um jemand ganz anders von den Möglichkeiten her, um jemand ganz anders, der andere Ziele hat, der mehr erreichen will, als du dir vielleicht selber gedacht hast, dass es möglich ist zu erreichen und so weiter und so fort. Also go, 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 mach es, es ist alles möglich, ja, ich sag's nicht nur, ich lebe es auch und ich gehe jede Herausforderung an, die für mich interessant ist, die für mich wichtig ist. Ich will alles haben, alles was ich mir als Ziel setze, will ich auch erreichen und das empfehle ich dir auch. Und wenn du Ziele hast, die du an der Börse erreichen willst, dann klicke jetzt auf die Links unter diesem Video und trage dich für die kostenlose Ausbildung ein oder für die bezahlte Ausbildung. Du merkst vielleicht diese Emotionen in meiner Stimme. Es war wie gesagt nicht einfach, aber dieses Kapitel der Schulden wird hiermit jetzt geschlossen und es hat mich einfach nochmal erinnert, wie schwer es für mich war. Es hat mich nochmal daran erinnert, wie wenig Selbstvertrauen ich hatte. Es hat mich nochmal daran erinnert, wie verloren ich in dieser Welt war. Und es erinnert mich jetzt natürlich daran, wo ich jetzt bin, wie ich jetzt über die Welt denke, wie ich jetzt arbeite, wie ich jetzt atme, wie jetzt meine Einstellung ist. Und ich denke, Mensch, Coco, das damals, das warst du nicht. Du hast dich einfach da hineingetrieben. Das, was du jetzt bist, das bist du auch. Ja? Also geh auf diese Suche, finde dich und gib einfach alles. Es lohnt sich. Bis dann. Go, go, go.